Zeitmanagement wird als eine der größten Erfindungen unserer Zeit gehypt. Den Tag planen, bestimmten Aufgaben, bestimmte Uhrzeiten zuteilen und sich an diese Agenda halten. Manchmal klappt das, aber manchmal fehlt einfach die Motivation. Und um so einen Tag zu überstehen, der so gar nichts verspricht und schon schlecht anfängt oder in Stress mündet, gibt es ein paar Tricks, um aus Zeitmanagement Energiemanagement zu machen. Kurbel deine Energie an. Energie ist kein begrenztes Angebot wie zum Beispiel Zeit. Wir haben jeden Tag die Möglichkeit, unsere Energie zu steigern. Genug Schlaf, gesunde Ernährung oder einfach mal Zeit durchzuatmen oder für einen Spaziergang können unsere Energie schon enorm steigern. Mach dir eine Liste, aber keinen Plan. Ich zum Beispiel freue mich auf krankhafte Art und Weise, einen Punkt von einer Liste streichen zu können. Aber selbst wenn du jetzt diese Art von Neurose nicht hast, sind Listen eine tolle Sache. Notiere dir jeden einzelnen Punkt, ob jetzt beruflich oder privat, auf einem Zettel oder vielleicht auch digital, das ist ja egal. Und wenn es keinen Grund gibt, einer Aufgabe eine bestimmte Uhrzeit zuzuteilen, wie zum Beispiel Kundenmeeting um 10 Uhr, dann lass es. Es ist immer besser, eine wöchentliche Aufgabenliste zu haben, als eine tägliche. Check dein Energielevel. Jeder Morgen ist anders. An manchen Tagen wacht man auf und ist fröhlich und motiviert und an manchen Tagen schleppt man sich irgendwie aus der Tür und hofft, dass am besten niemand den ganzen Tag mit einem redet. Und keine Menge an Espresso könnte diesen Start in den Tag wieder gut machen. Checke also am Morgen, wie sich dein Körper anfühlt, deine Emotionen und welche Gedanken dich beschäftigen. Nur so lassen sich realistische Ziele für den Tag setzen. Der Bonus dabei ist, wenn du dich so intensiv mit Körper und Geist auseinandersetzt, dann verhilft es zu mehr Energie. Einfach priorisieren. An manchen antriebslosen Tagen ist man von so einer To-Do-Liste einfach überfordert. Dann sollte man sich diese Liste zur Hand nehmen, die einzelnen Punkte durchgehen und überlegen, ob es wirklich negative Konsequenzen hat, wenn man bestimmte Aufgaben nicht sofort erledigt. Meistens nicht. Zumindest solange sie nicht irgendwie mit Job oder Beziehung zusammenhängen. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Der letzte Punkt ist, sei flexibel und stark. Nach Jahren des guten alten Zeitmanagements haben wir bestimmte Abläufe in uns verinnerlicht. Wir gehen zum Beispiel immer Donnerstagabend einkaufen und zum Zumba-Kurs gehen wir nie. Beim Energiemanagement laufen die Uhren aber anders. Schlaflos um 4 Uhr früh? Dann geh joggen. Oder du hast eine spannende Idee am Sonntagabend? Dann setz sie sofort um. Warum auf Montag warten? Brich deine eigenen Regeln, damit du deine Motivation sofort dann einsetzen kannst, wenn sie sich zeigt.